Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, der TV-Show zu unserem Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner, und ich bin hier der Bulle, also der Optimist. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Ich bin hier der Bär, der Pessimist, und gemeinsam streiten wir um die wichtigsten Themen für Ihr Geld. Und da auch Zeitgeld ist, läuft immer die Uhr mit, damit weder Bulle noch Bär hier zu viel reden. Es war wieder eine Bärenwoche, und im Mittelpunkt standen natürlich die Ereignisse im Nahen Osten. Der erste direkte Angriff des Iran auf Israel am Wochenende und daraufhin der mutmaßliche Gegenschlag der Israelis. Und dass der DAX in so einem Umfeld nur 1% verloren hat in dieser Woche, das mutet fast wie ein Wunder an. Da hast du recht, fast ein Wunder. Wir hatten ja beide mit steigenden Kursen gerechnet. Ich hätte auch nie gedacht, dass es wirklich noch eine dritte Woche im Minus gibt. Ich dachte, nach zwei Wochen wird zugegriffen. Aber ich finde, die Kriegsangst, die war überhaupt nicht an den Märkten richtig zu spüren. Der Ölpreis ist in dieser Woche 4% runtergegangen. Also insofern, das war eher so ein Randereignis für die Börsen. Aber was ich gesehen habe, ist, dass die Berichtssaison, die hat nicht diese Wow-Ergebnisse gezeigt. Die Ergebnisse waren okay von ASML, die waren eher schlechter, aber von anderen, die waren okay, aber eben nicht so doll. Und das hat eher das Minus gemacht. Und wir hatten noch die Zinssorgen, die kamen auch noch dazu. Aber Adidas hat geliefert übrigens, schon ein früherer Bulle mal. Der heutige Bulle hat auch geliefert, einen Plus immerhin von knapp über 1% in dieser schwachen Woche. Sixt ist die Aktie, und die haben profitiert von einer Hochstufung durch die Deutsche Bank. Die haben nämlich von Halten auf Kaufen hochgestuft. Das Papier, ihr Kursziel, haben sie bei 120 belassen. Das ist ja eben deutlich über dem aktuellen Kurs. Und sie begründen diese Hochstufe auf Kaufen damit, dass sie jetzt wieder eine positive Umsatz- und Gewinndynamik sehen, auch beim Umsatz je einzelnem Auto. Und sie honorieren auch, dass das Unternehmen jetzt einen Finanzvorstand wieder gefunden hat, im eigenen Unternehmen, aus den eigenen Reihen besetzt, und sind grundsätzlich positiv. Sagen auch, okay, Risikofaktor ist der Nahostkonflikt aktuell, aber da ist Sixt nicht direkt vor Ort vertreten, also ist dieses Risiko auch begrenzt, und deswegen dieses Kursziel und diese Hochstufung. Ja, Sixt ist okay, aber ich würde Sixt nicht kaufen, und gibt ja auch einen Grund, warum. Es gab immer zwei Geschäftsteile von Sixt, die waren einmal das Vermietungsgeschäft, und das zweite ist, dass man die Gebrauchtwagenpreise angucken muss. Also die haben immer bei den Herstellern ganz viele Autos bestellt, haben die nach einem Jahr weiterverkauft, und das dann noch mit einem Gewinn, weil der Rabatt so hoch war. Was aber jetzt passiert ist, dass die Gebrauchtwagenpreise so schnell fallen. Bei Elektroautos sieht man das ja, aber auch Verbrennern wird das so sein. Und deswegen ist der zweite Teil dieses Geschäfts, der läuft nicht mehr so. Und nur den zweiten Teil auf allen Beinen ist es kipplich, deswegen würde ich sagen, behalt deine Sixt, ich will sie nicht haben. Naja, ich habe sie zwar auch nicht, aber die Deutsche Bank sagt zumindest, dass sie beim Management der Restwerte, wie das so schön heißt, deutlich besser aufgestellt sind als die Konkurrenz. Komme ich zu meinem Bär der Woche, und mein Bär der Woche ist Sartorius. Die Aktie hatte diese Woche 19% verloren. Das ist ja ein Laborausrüster, war der Star in der Corona-Zeit und ist gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und seitdem läuft es nicht mehr. Und sie hat das fünfte Quartal in Folge jetzt ein Minus zum Vorjahr gehabt, was die Umsatzentwicklung anbetrifft. Also aus einer Wachstumsaktie ist eine Schrumpfaktie geworden. Die Auftragseingänge gehen ein bisschen hoch, aber wenn man nach China guckt, da eben auch noch nicht so richtig. Und deswegen waren die Leute sehr eher nicht so begeistert, und das hat die Aktie nach unten gebracht. Und was man sehr schön sehen kann an Sartorius: wenn eine ehemalige Wachstumsaktie auf einmal zur Schrumpfaktie wird, dann wird die auch komprimiert aus Kurs-Gewinn-Verhältnis-Sicht. Und das KGV ist immer noch bei 50. Und für eine Schrumpfaktie, die vielleicht irgendwann mal wieder wächst, ist es zu hoch. Deswegen mein Bär der Woche, Sartorius. Würde ich auch so ähnlich sehen, zumal ja Sartorius natürlich unter der Nach-Corona-Pandemie leitet sozusagen. Denn in Corona-Zeiten haben sich ja alle Labore mit neuen Ausrüstungen vollgestopft. Viele neue Labore kamen auf den Markt, und ich glaube, da ist noch viel Labormaterial auf dem Markt, das man irgendwie auch günstig kaufen kann, wenn man sich auch irgendwie erneuern will. Und ich glaube, dass Sartorius dann noch lange nachleidet nach dieser Pandemie. Kommen wir zum Thema. Und das Thema, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen kontroverser als eben. Das war ja fast schon so, oh, das ist ja viel zu harmonisch hier. Wir müssen mal wieder ein bisschen Zunder hier reinbringen. Das Thema der Woche ist das Halving beim Bitcoin. Das ist ja so das Finanzevent schlechthin. Halving wäre früher eher was für die Nerds gewesen. Und jetzt spricht alle Welt drüber. Das wird wahrscheinlich auch bis in die Tagesschau was noch kommen. Worum geht's? Die Anzahl der neuen Bitcoins, die täglich auf den Markt kommen, es waren bisher 900, die werden halbiert auf 450. Die Miner, die an diesem Prozess teilnehmen mit ihren ganzen Computern, mit ganz viel Energie, kriegen für ihre Teilnahme an diesem Prozess eben nur noch die Hälfte ausgeschüttet. Und wenn man jetzt klassische Angebote und Nachfrage anguckt, nehmen wir an, die Nachfrage bleibt so hoch, das Angebot wird kleiner,
dann müsste das natürlich für steigende Kurse sorgen. Man hat das auch in früheren Halvings gesehen, ist ja mittlerweile schon das vierte Halving. Nach 2012, ein Jahr nach dem ersten Halving, hat der Bitcoin 8.800% zugelegt. Das sind mal von 89-fach, muss man sagen. Selbst nach dem Halving 2016 und 2020 ging es noch kräftig nach oben. Und klar ist jetzt schon viel Hype da drin. Aber ich glaube, nach einer kleinen Beruhigung geht es da auch wieder kräftig nach oben. Aber du sagst, es ist ja mittlerweile ein Pop-Event, das Halving geworden. Ich würde sagen, eine Messe der Bitcoin-Sekte. Ja, und alle warten sehnlichst auf dieses Ereignis. Und entsprechend groß ist das, was eingepreist ist, glaube ich, beim Bitcoin-Kurs schon. Und wir hatten ja ein anderes großes Event, das in diesem Jahr stattfand, auf das man hingefiebert hat, nämlich die Einführung von ETFs. Die kam ja dann auch in den USA und haben in der Tat erstmal die Nachfrage getrieben. Aber zuletzt sind ja auch schon wieder Gelder aus den ETFs abgeflossen. Möglicherweise ist da die Messe auch schon gelesen. Ja? Und das Gleiche wird möglicherweise beim Halving passieren. Und dann ist Geburtstag und Weihnachten vorbei. Und dann gibt es erstmal lange, lange Zeit keine Geschenke und kein neues Narrativ für die Gewinn, die Bitcoin-Gemeinde mehr. Und dann muss man mal sehen, was dann tatsächlich vom Kurs übrig bleibt. Denn der Bitcoin hat ja kein realen inneren Wert. Das ist einfach nur Fantasie. Und von daher bin ich da skeptisch. Und ich glaube, da wird sich die Geschichte nicht wiederholen, wenn es auch vorher drei Halvings gab mit Kurssteigerungen. Beim vierten Mal wird es anders aussehen. Und dann zeigt sich, dass Krypto einfach keinen inneren Wert hat und noch nicht mal mehr heutzutage als Ganovenwährung taugt. Die Ganoven steigen ja auch lieber auf andere Kryptowährungen um. Und als digitales Gold hat es auch nicht funktioniert. Das hat das Wochenende mit den Angriffen des Iran auf Israel gezeigt. Da ist es auch abgeschmiert. Ist es eher eine Zockerwährung, wenn überhaupt. Und deswegen glaube ich, nach diesem Halving wird es weiter abwärts gehen mit dem Bitcoin. Bitcoin liegt 49% im Plus in diesem Jahr. Also insoweit das mal zum einen, weil du immer so tust, das fällt immer nur, aber da konnte man auch sehr gut mit verdienen. Und das Zweite, natürlich hat Bitcoin immer was auch mit Glauben zu tun, aber die ganze Menschengeschichte sind Erzählungen, sind Glauben und so weiter. Also insofern, das wäre jetzt nichts Ungewöhnliches. Und das Dritte, was ich sagen kann, Bitcoin wird gerade in der Finanzwelt auch jenseits der Sekte entdeckt als neue Anlageklasse. Und ich glaube, diese Idee, die wird weiter sich fortsetzen und jeder wird in seinem Portfolio 1-3% haben. Und dann wird irgendwann auch wieder Geld in diese ETFs reinfließen und dann wird die Nachfrage kommen und dann wird es auch wieder nach oben gehen. Insofern musst du dir keine Sorgen um den Bitcoin machen. Und es ist das digitale Gold und die Welt wird immer digitaler und deswegen wird es auch tendenziell den Bitcoin reingehen. Und früher oder später kommen die Quantencomputer und die werden den Kryptoschlüssel entschlüsseln und das Geheimnis entzaubern. Und da bleibt nur noch heiße Luft über. Nächste Woche an den Aktienmärkten, da stehen wieder Zahlen im Vordergrund, unter anderem Unternehmenszahlen eben. Natürlich werden die Zinssorgen und die Nahostsorgen weiter uns beschäftigen, aber ich glaube nicht, dass es da zu einer weiteren Eskalation kommt. Und deswegen glaube ich, dass möglicherweise Unternehmensergebnisse positiv einzahlen könnten in die Märkte und wir wieder mal eine steigende Börsenwoche sehen. Du hast es erwähnt, wir haben Zahlen, wichtige in Amerika, wir haben Tesla, wir haben Microsoft. Aber was ich diese Woche gesehen habe, dass diese Zahlen, auch wenn sie gut sind oder sogar hervorragend sind, nicht ausreichen. Und dann ist, glaube ich, dieser andere Effekt, die Zinssorgen sind dann doch die größte. Ich glaube, dass wir eher noch mal eine Minuswoche haben. Insofern, und dann gibt es noch einen IFO-Geschäftsklima-Index, der wird nicht mehr viel können. Aber ich würde sagen, Minuswoche und zwar die vierte Defner. Das war's auf jeden Fall für diese Woche bei Defner und Chapitz im TV. Wir sagen Tschüss. Und ciao. Nächste Woche gibt's Defner und Chapitz hier nicht im TV, weil Defner im Urlaub ist. Aber es gibt trotzdem Podcasts bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.